Ja, ich musste kurz unterbrechen die Aufnahme, weil ich einen Telefonanruf bekommen habe von meiner Sister. Jo. Haben wir ein wenig kurz gewartet und geschnattert und so weiter. Und ja, jetzt geht's weiter hier mit diesem wunderschönen Let's Play. Illusion of Time heißt das. Genau, mir ist es gerade nicht eingefallen, aber genau, Illusion of Time. So, es geht weiter. Die erzählt jetzt irgendwas. Die Inkas, die hier lebten, waren ein Volk ohne Schrift. Ihre Legenden leben in Liedern weiter. Auch in scheinbar bedeutungslosen Melodien steckt ein Sinn. Okay, da, ach so, das hast du mir jetzt mitgeteilt. Ach ja, ich bin in dem Dorf, ne? Und möchte das, da kann ich nicht hoch, erkunden. Die sagt, wir sollen Freunde werden, ja. Okay. Ich gehe einfach mal da rein. Warum nicht, ne? Was haben die mir zu erzählen? Viele Menschen kamen hierher, um den Schatz der Inkas zu finden. Aber viele von ihnen haben die Ruinen der Inkas nie wieder verlassen. Hört sich nicht gut an? Die Ruinen sind ein altes Grab. Warum störst du seinen Frieden? Was zum Teufel? Die macht doch gar nichts. Welche Ruinen? Ich bin mir gleich zusammengeschissen. Kann doch nicht angehen. So. Das ist jetzt mal die Hütte hier. Lillys Haus. Genau. So, was sagst du mir jetzt halt hier? Der Dorfälteste ist im Blumengarten. Er ist sehr alt und weise. Möchtest du ihn sehen? Ja, dann fühl mich halt hin. Ein schönes Dorf. Der Wind ist so erfrischend. Kommt da rein? Im Blumengarten. Das ist aber nett, ne? Triff einen alten Mann im Dorf. Er hat dir etwas zu sagen. Ich spüre, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Und wo ist dieses Blumendorf? Dieser Blumengarten? Und dieser Weise? Moment. Da vielleicht? Was sind das für Leute? Man sagt, kurz vor der Zerstörung der alten Welt erschien ein Bote an diesem Ort. Danach verbreiteten sich Seuchen und Hunger über die gesamte Welt. Was passiert hier mit mir? Renne diesen Abhang hinab und dann immer weiter. Du wirst überrascht sein. Das mache ich auch gleich. Was ist hier passiert? Aber das war eine Tür. Ah, ich kann speichern. Eine sehr gute Idee. Das mache ich auch mal. Willskraft der Psychodash. Er kann damit Hindernisse zerstören. Achte auf verdächtige Stellen. Findest du eine, versuche sie zu zerstören. Okay. Es ist verbracht. Okay. Ah, verwandle ich mich jetzt, oder wie? Genau, ich verwandle mich. Psychodash. Psychodash. Kraft kann nun verwandelt. Kraft kann nun verwandt werden. Verwandt? Angewandt werden, denke ich. Nur Will kann den Psychodash einsetzen. Huhu. Du kannst Hindernisse und Wände zerschmettern, indem du dich dagegen wirfst. Hindernisse und Wände. Benutze den Angriffsknopf, um Energie zu sammeln. Sehe ich jetzt irgendwie anders aus? Nicht wirklich, ne? Moment, habe ich da jetzt irgendwas? Eine Keule habe ich gekriegt, aber... Oder Juwel, Keule, nee, ne? Oh, okay. Wow! Yeah, ich habe es herausgefunden. Eine leise Stimme spricht zu Will. Ich habe auf dich gewartet, Will. Da lang, oder? Ah! Okay, so geht's auch. Ist zwar eine Leiter daneben gewesen, aber spring einfach mal runter. Irgendwie ist es mir jetzt unheimlich. Okay. Was zum Teufel geht hier vor sich? Was muss ich hier tun? Ich habe echt noch keinen Plan, was ich hier tun soll.
Ja, woher soll man das auch wissen, ne? Geht's hier irgendwo rein? Nee. Was ist denn hier mit? Ich gehe noch mal kurz raus. Ich habe keinen blassen Schimmer, was hier vor sich geht. Aber hier geht's ja auch nicht. Ich habe auf dich gewartet, aber... Sehr seltsam. Moment, ich muss mal... Gegner 0, Schatz 0. Brauche ich einen Schlüssel? Nee, ne? Nicht wirklich. Was kann ich, hab ich noch? Rotes Juwel. Ein Festschmaus mit Grüßen von Schloss Edward. Ist auch unlogisch, wenn ich das jetzt einsetze. Status. Psychodash, dunkle Kräfte. Ich glaube, ich kann den irgendwie noch nicht anwenden. Ich weiß es nicht. Ah, da ist er doch. Meine Güte. Sorry für diese Sachen. Jetzt also bin ich angekommen. Ohne den Schutz des Pflanzengeistes kann ich nicht existieren. Du erinnerst mich an deinen Vater. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als er in dieses Dorf kam. Mein Vater. Deine Mutter Shira war das einzige Kind deiner Großeltern Bill und Lola. Sie war wunderschön. Dein Vater hat sich in sie verliebt und hat mit ihr das Dorf verlassen. Alle Angehörigen des Itori-Stammes verfügen über spirituelle Kräfte, Shira sogar über Extreme. Sie schuf einen Schutzwall, um das Dorf zu verbergen. Dein Vater jedoch hat ihn passiert. Auch er verfügte über geistige Kräfte. Wurdest du von deinem Vater berufen? Dem ist so. Damit erfüllt sich Lolas Prophezeiung. Wirst du deinen Weg fortsetzen? Dies ist mein Schicksal. Gut. Als Beweis meines Vertrauens soll die Inka-Statue des Dorfes nun dir gehören. Yeah. Die Statuen stellen den Schlüssel zum jahrhundertealten Inka-Vermächtnis dar. Eine dieser Statuen ruht unten in der Höhlengruft. Zeige, dass du würdig bist und finde sie. Toll! Da habe ich ja gerade Erfolg gehabt, ne? Mal sehen. Vielleicht hätte ich ihn zuerst ansprechen müssen, genau, und dann finde ich vielleicht irgendwas hier. Mal sehen. Ich habe keinen Plan. Von hinten, von vorne. Ich habe keinen Schimmer. Ey. Komm, ey, mach keine Faxen. Nichts geschieht. Seltsam, oder? Ich kann weder irgendwas herbeibeschwören. Schon dumm, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Hmm.
Also irgendwie weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz rüber wieder. Und ich speichere mal ab. Weil ich nicht weiß, wo diese Statue ist. Und dann werde ich mich mal hier befragen oder mich erkundigen, wie das dann nochmal funktionieren soll. Genau. Okay. So, herzlich willkommen zu Illusion of Time. Ich mache jetzt einfach weiter, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt gehabt. Ich glaube fast eine Woche. Ich hatte einfach keine Zeit dazu. Und jetzt halt möchte ich da wieder fortfahren. Hallo. Spielbeginn, genau. Da, genau. Itori sind wir ja noch. Ach ja, genau. Ich war ja bei dem einen alten Mann stehen geblieben, wo ich nicht gewusst habe, was ich da machen soll. Und ja, jetzt weiß ich's. Ich habe nachgefragt. Und mal sehen, ob das jetzt auch wirklich geht. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal hier sehen. Ach. Wie das überhaupt nochmal alles geht. Auf jeden Fall danüber, ne? Das ist schon mal Glor. Da ist der alte Mann. Jetzt gehen wir nochmal in diese Höhle rein und schauen, wie das funktioniert. So. Also ich muss eh nochmal schauen. Ah, genau. Gut, dann schauen wir mal. So könnte ich ja abwehren, genau. Bla bla bla. Erstmal schauen, wie die ganzen Tasten nochmal funktionieren. Diese Wand muss ich doch durchbrechen. Moment, da hat er schon mal geleuchtet. Hä? Ja und? Hä? Er leuchtet doch. Das ist ja wohl mal das Seltsamste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Ja und jetzt? Hä? Es tut mir echt leid, sorry Leute, aber er leuchtet ja. Muss er das dann nicht eigentlich kaputt machen? Also er leuchtet, jetzt leuchtet er stark. Ja, aber der kann das nicht. Ist doch schon die Wand, oder nicht? Ey, ich bin echt zu doof für dieses Spiel. Mal sehen, was passiert. Also ich halte ja gedrückt. Ja, weiter geht's ja nicht. Ey, das ist doch Verarschung. Ich mache hier nochmal kurz einen Schnitt und ich muss dann nochmal nachschauen. Bis später dann. Ja, ich habe mal kurz was geschaut, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Bin ich da am Ergebnis gekommen? Nicht wirklich. Ich probiere es jetzt hier nochmal. Ich verstehe es nicht. Ah! Na super, jetzt ist es jetzt hat es funktioniert. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich gemacht habe. Ich habe mich ja vorher schon aufgeladen gehabt, aber okay, ich habe es geschafft. Was habe ich jetzt hier bekommen? Stimmt, diese Statue, die Inka-Statue. Du hast die Inka-Statue A gefunden. Okay, wenn es A gibt, dann gibt es noch was anderes, oder wie? Weiß ich nicht. Ja, ist ja gut. Und was ist jetzt halt los? Was muss ich jetzt überhaupt machen? Okay, also ich konnte schon mal diese beschissene Wand aufbrechen. Gott, ey, ich habe schon gedacht, daran scheitert es jetzt, halt, habe ich schon gedacht. Manchmal stelle ich mich echt blöd an. Sagt er mir jetzt eigentlich was Neues?
Die Inka-Statue, du hast sie gefunden. Meine Anerkennung gebührt dir. Du wurdest von den Göttern gesandt, um das Rätsel der Inkas zu lösen. Höre die Legende, die man sich hier erzählt. Platziere die Statue auf dem Larai-Riff unter den Ruinen. Dort, wo der Odem der Götter sie verschont. Oh, was soll denn das bitte sein? Gott, unter den Ruinen. Der Wind im Tal wird dich zu dem legendären Goldschiff führen. Du weißt, was du tun musst? Nein. Nochmal lesen. Ja, dann sagt er mir nur das gleiche. Okay. Der Wind im Tal wird dich zu dem legendären Goldschiff führen. Der Wind im Tal. Sag einfach mal ja. Gerüchte besagen, dass das Mondvolk eine weitere besitzt. Aha. Was will dich dorthin geleiten? Aber hüte dich. Ich gehe erstmal wieder zurück zur Lilly und zu der anderen Gast, zu der Prinzessin. Hui. Hey, du hast... Nein, nicht wieder rausgehen. Gott. Ich habe jetzt wenigstens schon mal die Statue, aber ich stelle mich an, ich weiß. So. Liebe Leute, was sagt ihr mir? Was? Das Mondvolk? Ja, ich hörte davon. Es sollen merkwürdige Schattenwesen sein. Eine Bergspitze ganz in der Nähe ist zu ihrer Heimat geworden. Möchtest du dorthin? Ja, lass uns mal gehen. Okay, ich werde euch führen. Die andere Gas geht auch wieder mit? Ich gehe mit. Ich will auch das Mondvolk sehen. Ich war wie eine Gefangene in dem Schloss. Nun möchte ich alles hören und sehen. Nein, das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Wenn du Will nicht verärgern willst, solltest du einfach hier warten. Ich scheine die Einzige zu sein, die nicht mitgenommen wird. Das werde ich Oma Lola sagen. Geh mal petzen, genau. Sie ist beleidigt. Das ist die beste Medizin für eine arrogante Göre. Der Bergpfad wird schwer zu bewältigen sein, doch wir geben unser Bestes. Will und Lilly begeben sich zum Gipfel. Dort lebt das Mondvolk. Die beiden nur. A date? Die arme Kara. Die ist eh eingebildet. Oh, es geht's weiter, oder was? Auf zum Mondvolk. Mondvolkssiedlung. Ja, da bin ich gespannt, was das für Zeug ist. Mondvolkssiedlung, okay. Kann ich mich schon bewegen? Nein. Wir sind am Ziel. Dies ist das Dorf des Mondvolkes. Ja. Ach, das läufst du mir hinterher, oder wie? Geh mal rein. Nee. Lass uns mit dem Mondvolk sprechen und dann das Gebiet erkunden. Das sagst du mir im Nachhinein erst, Madame. Und wo ist das... Ein düsteres Flüstern. Seid gegrüßt, was ist euer Begehr? Wer spricht da? Körper aus Luft, schwefliger Duft. Was bist du? Vermute. Der Meister der Kriege, der Herr der Fliegen, der Priester der Ziegen. Der Priester der Ziegen natürlich. Der Meister der Blöde. Falsch! Wir sind das Volk des Mondes, auch bekannt als die Schatten. Ja, das war ja nicht mal als Antwortmöglichkeit. Bekloppt? Ah, was heißt das jetzt? Kann ich mit euch reden? Wo immer es Licht gibt, gibt es auch das Dunkel. Wir wurden geblendet vom heiligen Licht und verbringen nun unser Sein in einer Welt ohne Licht. Muss ich das verstehen? Du magst nicht mit mir sprechen? Der Komet ist der Bringer der Zerstörung, dessen Licht alle Wesen verändert hat. Er ist ein Überbleibsel eines Krieges, der längst vergangen ist. Gibt es kein Entkommen? Nein, ihr seid zu schwach, um zu trotzen. Angeber, ich bin nicht so schwach. Schon zu lange sind wir Zeugen von Zerstörung. Wir erlebten den Untergang des Inka-Reiches. Die Inka-Statue ruht in der Höhle unter uns. Wenn du willst, gehört sie dir. Steig in die Tiefen der Höhle. Gehe nun. Die schenken mir die ganzen Statuen. Geht's noch?
Es geschieht alle 800 Jahre, diesmal zum vierten Mal. Je mehr Licht du sehen wirst, desto größer ist die Macht der Dunkelheit. Keiner weiß, welch Ding das Licht diesmal gebärt. Pfui. Okay. So nicht. Ich werde hier auf dich warten. Oh, hast du wohl Schiss oder was? Soll noch alleine da reingehen. Das geht doch mal gar nicht hier. Dies sind die Kreaturen, die vom Licht des Kometen berührt wurden. Sie wurden zu willenlosen Bestien, die nichts außer Hass und Vernichtung empfinden. Schaffst du es, sie binnen 20 Sekunden zu zerstören, belohne ich dich mit der Statue. Ja, toll! Was soll ich bitte zerstören gerade? Innerhalb von 20 Sekunden? Sag mal, seid ihr alle geisteskrank? Ich hasse Zeitdruckspiele, das könnt ihr mir gar nicht antun. Das schaffe ich nie im Leben. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Nein! Was stand da? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Ich war eh zu lahm. Ey, geht's noch? Oh nein. Ich hab doch jetzt eh schon verschissen. Was heißt das jetzt? Och nö, ich hab verloren. Ich geh nochmal raus. Scheiße. Das ist doch dumm gemacht.